Der europäische Bison, den wir im Deutschen ja auch Wiesent nennen, ist das größte Landsäugetier, was in Europa noch lebt. Und die ökologische Rolle dieses Tieres ist halt auch deswegen besonders, weil der Wiesent oder der europäische Bison eben viele kleine Lebensräume schafft, auch für andere Tierarten. Zum Beispiel, wenn er sich auf dem Boden wälzt oder im Sand, schafft er automatisch auch Lebensräume für Insekten und Vögel und andere Tierarten. In 2017 ist ein Wiesent, der von der westpommerschen Wiesentpopulation in Nordwestpolen kam, hat die Oder überschwommen und ist damit nach Deutschland gekommen. Und die Behörden dort haben also Gefahr im Verzug gesehen, obwohl das Tier friedlich war, einfach nur, weil wir es als Deutsche nicht mehr gewohnt sind, mit großen Landsäugetieren zusammenzuwohnen. Wurde in Lebus, sehr nah am Warthe-Nationalpark, ein Wiesent geschossen. Und es ist tragisch, weil es einfach uns gezeigt hat, wie unglaublich viel wir als Deutsche von unseren Nachbarn in Polen lernen müssen. Unsere Partner von der Westpommerschen Naturgesellschaft ZDP haben wirklich Weltklasse-Erfahrung im Umgang mit großen Wildtieren wie dem Wiesent, dem Elch, dem Luchs, dem Wolf. Wie man Mensch-Wildtier-Konflikte wirklich sehr gut löst. Davon können wir in Deutschland und wir im Oder-Delta unglaublich viel lernen. Und das Weitere werden Sie euch dann selber sagen. Nazywam się Maciej Traczy, reprezentuję Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Mniej więcej od 18 lat wykonujemy w zasadzie wszystkie czynności, na jakie prawo nam zezwala w odniesieniu do żubrów, czyli odławiamy, zakładamy obroże telemetryczne, przesiedlamy, przepłaszamy, zabieramy zwierzęta, które są martwe przy drogach, przepłaszamy zwierzęta, które weszły w konflikt z człowiekiem, dokarmianie zimowe, tworzenie nowych stad. Na terenie Polski mamy stado, które znajduje się w tym momencie 25 km od granicy niemieckiej w okolicach Gorzowa. Te żubry prędzej czy później zaczną przechodzić na stronę niemiecką. Żubr jest zwierzęciem zupełnie nieagresywnym, ale jest zwierzęciem dużym, w związku z czym musimy po prostu uważać, ponieważ zanim nie nabierzemy doświadczenia, lepiej żebyśmy się w ogóle nie zbliżali. Czyli jeżeli takiego żubra zauważymy w swojej okolicy, prosimy mimo wszystko o to, żeby najpierw skontaktować się ze służbami, które mają w tej materii doświadczenie, nie karmić, nie podchodzić, nie prowokować, w żadnym wypadku nie szczuć psami, nie strzelać w powietrze. One nikomu nie zrobią absolutnie żadnej krzywdy, zwłaszcza nieprowokowane. Jeżeli jakikolwiek żubr pojawi się po stronie niemieckiej, byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy zostali o tym możliwie jak najszybciej poinformowani, gdyż od razu temu żubrowi założymy obroże telemetryczną i będzie społeczność lokalna wiedziała o tym, gdzie on się przemieszcza, co on robi, jak się zachowuje. Mamy w tej materii bardzo dużą wprawę. Założyliśmy obroży u siebie już łącznie, myślę, że sumarycznie ponad 200 sztuk. Nie powinno to stanowić dla nas większego problemu, a jest to bardzo istotne, ponieważ wtedy mamy pełną kontrolę nad tym zwierzęciem. Wir haben seit 2017 nach dem Abschuss des Wiesents in Lebus natürlich unsere Aktivitäten verstärkt, den Austausch zwischen polnischen und deutschen Partnern und auch zwischen polnischen und deutschen Behörden zu verbessern. Da hat sich viel verbessert. Also auf der deutschen Seite kennen inzwischen viele Behörden das Bison-Notfallteam von ZDP beispielsweise. Gerade auch unsere Partner von dem Interreg-Projekt im Hoosh-Bonasus Crossing haben da ganz viel fantastische Arbeit geleistet. Und wir haben gemeinsam auch mit ihnen zusammen Menschen von den Behörden, von den Umweltorganisationen und von den Landwirtinnen und Landwirten eingeladen, mit nach Polen zu kommen. Und da haben wir gemeinsam einfach auch erleben dürfen, gezeigt von unseren Partnern von ZDP, wie Wiesentherden dort leben, und konnten eine Herde in freier Wildbahn beobachten. Und das war für uns alle, denke ich, was sehr Ergreifendes, was sehr Bewegendes zu sehen, dass es geht, dass es möglich ist, und auch diesen Tieren in freier Wildbahn unmittelbar zu begegnen.